Guti, ich habe alles ein bisschen gelevelt. Ich habe den hier mit Vitaminen vollgepumpt, deshalb hat er jetzt nämlich auch EVs. Das heißt, wir haben jetzt einmal unsere rote Rade hier dabei mit Gigasauger, Toxin, Egesam, Synthese, richtig schön defensives Set. Und dann haben wir hier noch unser Baldorfisch mit Kaskade, Giftdieb hat er sogar von selber gelernt, Vergeltung, Giftspitzen. Slimer habt jetzt, muss ich mit Terms vollpumpen, weil der hat einfach nichts gelernt, Giftdieb, Gegenstoß, Komprimator, Säurepanzer. Aber den Rest kennen wir ja eh, also. Ah ja, und Gengar hat jetzt noch Finsteraura, weil vielleicht brauchen wir ja den Flinch oder so. Ich bezweifle es zwar, aber hey, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ich war lange nicht mehr im Stream. Was ist das für ein Spiel? Das ist einfach Pokémon Hard Gold. Wir spielen das Ganze in einem Mono-Gift-Run, also nur mit Gift-Pokémon. Also jetzt nix. Ah, Leute, ich kann die alle ignorieren? Ah ja, geil. Ja, dann gehen wir gleich in den Arena-Kampf, ne? Kämpft doch jetzt nicht gegen die Leute, die da. Ich hätte noch meine Monster leveln können, aber ich glaube, es geht schon. Ja. Dass das jetzt nicht Schwierigkeit sein Urgroßvater ist, ist klar. Der lebt in dem Georock, echt jetzt? Echt jetzt? Das ist ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein, dass er mit einem Georock leadet, aber okay. Der ist in Ordnung. Ja, ansonsten, wir haben gestern hier reingeklotzt und klotzen jetzt heute hier weiter. Ziel ist es natürlich, heute im Endeffekt alles zu schaffen. Also ich habe eigentlich... Georan? Ja, okay. Okay. Ja. Ich bin etwas irritiert, dass die Mons so kacke waren, die er hat. Bro, das ist eine Stufe 1 Form von einem Pokémon. Also die Basisform. Nicht mal Stufe 1. Stufe 1 ist PCG-technisch sogar falsch ausgedrückt. Das ist ja... Warum Rehorn? Okay. Ich bin irritiert. Und hallo Rodeo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Das hier in Hello. Und eine schöne Woche natürlich. Aber ja, es muss eben nicht alles so schwer sein, dass man weinen will, ne? Und deshalb, ich sage euch, wie es ist, deshalb wird es ja auch eben mehr Abwechslung geben. Also auch wenn so normale Hacks, wo ich keine Challenge drin mache oder so, dass sowas auch öfter einfach mal kommt oder häufiger als davor. Oder dass einfach mal eine Nuzlocke vielleicht auch gar nicht so schwer ist und ich mit 3 Heil-Items oder so arbeite, wenn es irgendwie ein Hack oder so ist, wo ich mir denke, da geht es mir mehr um die Mons und so. Also ich will schon, ne, bei den meisten Sachen eine Nuzlocke machen, weil es für mich persönlich auch interessanter ist. Aber dass man halt dann auch so Zusatzregeln einführt, wie, ja, so Regionalformen nach Möglichkeit darfst du immer fangen und sowas, weil am Ende des Tages kann nicht jeder Hack super schwer sein. Ich will auch nicht, dass jeder super Hack schwer ist, weil dann kommen wir einmal nur wieder an den Punkt, an dem ich gar keinen Bock habe, die Scheiße weiter aufzunehmen, die Scheiße zu spielen. Ich schon am Kotzen bin, bevor ich den Aufnahme-Button auch einfach nur drücke, weil ich mir denke, boah, jetzt verrecken wieder 3 Millionen Pokémon und am Ende schaffe ich das Projekt, dann komme ich wieder nur bis zu Orden 7 oder so nach Scheiße und dann ist das Ding wieder zu Ende. Auch wenn das mehr Leute gucken, das ist mir bewusst, will ich da nicht mehr, also ich mach's immer noch, ne, wir werden es auch immer noch machen, aber halt einfach nicht mehr back to back to back to back to back to back, weil das packe ich einfach nicht. Vor allem, wenn dann auch noch, wenn dann halt auch noch im Stream im Endeffekt genau dasselbe läuft. Also sowas wie ein Radical Red oder so, wo du einfach reinschwitzen musst des Todes, da kalkst du dich ja auch nochmal des Todes rein und so. Und du dann auch von einem Tilt in den nächsten gehst. Teilweise nehme ich ja auch vor Streams auf. Wenn ich dann getiltet aus der Aufnahme rauskomme und in den nächsten Tilt reingehe, ist das auch ein bisschen kacke immer, ne? Das kommt halt immer alles dazu. Das heißt, also dass auf jeden Fall 2 schwierige Sachen auf YouTube und auf Twitch laufen, kann vielleicht mal passieren. Soll aber die Seltenheit einfach sein, weil, ja, weiß ich nicht. Und ich meine, eigentlich muss man auch mehr irgendwie in die, wenn ich nochmal versuchen will, irgendwie größer zu werden, nochmal Wachstum zu bekommen, glaube ich tatsächlich, muss ich mehr Casual-Leute fast abholen, habe ich das Gefühl.
Weil ich meine, im Endeffekt, ich glaube tatsächlich, dass Leute, die Sephiron gucken, ich meine, Sephiron hat mich ja sogar schon mal erwähnt in seinem Video, ich glaube, der ist so, der macht einen ähnlichen Content, nicht denselben, aber noch mit den ähnlichsten Content, würde ich sagen, den ich auch mache. Ja, wenn das schon nicht zu, was weiß ich, einen Ansturm in Anführungsstrichen führt, dann ist es schwierig, da überhaupt so richtig krass zu wachsen. Zumindest mit dem Content, den ich so mache, wie ich ihn gerade mache. Jetzt muss ich ja mal kurz gucken, was die nächste Level Cap ist. Müsste 56 sein. Was ist denn Saladin City? Saladin City. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nach unten muss. Ah, das ist Prismania. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt nach Prismania. Ah, nee, warte. 56 ist es gar nicht. Wir gehen nach Saffronia. Da ist es nämlich 55. Okay. Bin ehrlich, der Tag ist eine 10 von 10 Kacke. Mein Handy ist kaputt auf Totalschadenbasis. Ach du Scheiße, das ist mies Abfuck. Muss mir ein neues kaufen. Chillig 673 Euro Blechen, die ich nicht habe. Außerdem war ich im Krankenhaus, weil ich auf meinem rechten Ohr schlechter gehört habe. Aus dem Nichts. Entzündung des Gehörgangs. Ach du Scheiße. Ging richtig kacke. Das tut mir leid, das ist wirklich mies kacke. Ich hoffe, es geht irgendwie in irgendeiner Form. Lieber dranbleiben können, als 1000 Projekte anfangen, die nie zu Ende gehen. Ja, da ist halt auch die Sache, das sind halt dann auch so Spiele, die brauchst du im Endeffekt. Zum Beispiel bei Inclement Emerald hatte ich eigentlich so krasse Mons, dass ich am Ende des Tages, ich habe auch schon überlegt, ob ich das nochmal spielen soll. Eigentlich ist es ein sehr cooler Hack, aber gleichzeitig frage ich mich, weil ich halt eigentlich echt Banger-Mons hatte, ob ich überhaupt dann, wenn ich es nochmal anfassen würde, nochmal so weit komme. Das ist halt das Problem auch, wenn man so Hex nochmal neu spielt. Wenn du dann gar nicht mal mehr so weit kommst, dann ist das nur noch deprimierender. Ja, das war der Biddy-Sound. Finde, die Games müssten Renegade-Level sein, um Nuzlocke-technisch das Game spannend, aber nicht schwitzend ist. Ja, Renegade ist ein gutes Level. Rising Ruby ist ein gutes Level. Ist noch ein gutes Level. Sacred Gold und so. Ah ja, ich bin ja Specs, ich dödel. Und da muss man ja auch nochmal dazu sagen, was da natürlich auch nochmal mit reinkommt, ist, dass die ein gutes Level auch haben, um sie blind zu spielen. Weil viele Hacks sind auch gar nicht so schlimm, wenn du natürlich weißt, was die Gegner haben, wie zum Beispiel Radical Red. Also Radical Red geht wirklich fit, wenn du ein Dokument hast, aber ohne Dokument, also weiß ich nicht, wie ich das hätte machen sollen. Allein die eine kranke Route und alles, ne? Hallo im Übrigen, Claudia, ich hoffe, dir geht's gut und vielen Dank für die Biddies. Aber das ist halt eben das Problem und von solchen Hacks gibt's halt nur sehr, sehr wenige, muss man sagen. Und die meisten davon habe ich schon gespielt. Und da kommt halt dann auch zum Beispiel auch so ein Sinking Sapphire habe ich ja auch nur noch mal als Egglock gespielt, was jetzt auch nicht unbedingt mega spannend war, weil ich hatte einfach Bock, eine Egglock zu machen. Es ist knifflig momentan. Weil wir haben halt, man muss ja aber auch dazu sagen, ich habe halt jetzt auch 2 Jahre lang einfach nur rausgehauen, bis es nicht mehr geht, muss man dazu sagen, ne? Dass einem dann natürlich irgendwann auch die Spiele ausgehen, ist ja auch irgendwo logisch, ne? Das muss man natürlich dazu sagen, irgendwann hat es dann auch natürlich ein Ende. Oder wird es schwieriger, was Neues zu finden, ne? Und das, was neu rauskommt, ist ja teilweise dann auch nochmal sowas, wo man wirklich sagen muss, okay, man muss vielleicht auch nochmal auf ein Update oder sowas warten, ne? Sowas gibt es dann ja auch nochmal, was dazu kommt. Inclement habe ich mir, glaube ich, 3-mal reingezogen, bitte nochmal. Also von dem her, das sind alles so ein bisschen knifflige Sachen. Wo man sagen kann, Und dann ist auch immer die Frage, an welchem Punkt kannst du es nochmal neu spielen? Musst du 2 Jahre warten? Solltest du lieber 3 Jahre warten? Woran erinnern sich die Mehrheit eher, woran weniger? Also von dem her, Heizkissen sind einfach göttlich. Wie kommen sie denn jetzt auf Heizkissen? Ich finde es immer chillig, wenn auf YouTube das Chill-Projekt kommt und auf Twitch das Schwere. Ich meine, es ist halt immer schwierig, das zu sagen, ne? Also,
Tendenziell, also ich sag mal, aus dem Geldaspekt heraus ist es immer schlauer, ist es eigentlich eher schlauer, alles auf YouTube zu machen. Weil erstens bin ich dann nicht von euch abhängig, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Weil da kriegt ihr ja mehr oder weniger den Content kostenlos und ich krieg trotzdem Geld. Aber bin ich jetzt eigentlich komplett lost? Wo muss ich denn hier? Oh mein Gott, ja, ich bin komplett lost. Da kann ich nach rechts, oder? Ja. Da ist es immer. Er ist immer schwierig. Ich finde es eher andersrum. Es ist für alle unterschiedlich. Also, wir machen. Oh nee. Okay, das ist jetzt. Ich hoffe, wir one-shotten den. Oh Gott sei Dank. Das ist halt immer ein bisschen knibbelig. Ja, Altered Platinum könnte man nochmal machen, aber ich sag mal so, es kommt jetzt dann was, was auch in der Gen spielt. Dementsprechend kommt das erstmal. Also, ich sag mal so, für die nächsten Monate ist wieder ausgesorgt. Da habe ich mir jetzt einen groben Plan erstellt, was ich ganz gerne so alles machen wollen würde. Also sowas wie unter anderem eben. Ich kann es ja mal aufzählen, was ich so da habe. So ein paar schwierigere Hacks sind dabei, dann zum Beispiel so eine Unbound-Nuzlocke, weil Unbound habe ich auch schon mal gebracht, aber nicht als Nuzlocke und da war ich eh nicht 100% zufrieden mit dem Ding. Sowas wie Uranium schiebe ich schon super lange vor mir hin, was ich gerne mal spielen würde. Infinite Fusion Randomizer würde ich gerne machen und halt einfach schwierigere Hacks nur. Oh! Ja, scheiß mal auf den Säurepanzer. Ich glaube, ich gehe erstmal nur auf 54 mit allem. Ich habe immer so Angst, dass irgendjemand wie Smogmog eben jetzt dann einfach ganz dumm overlevelt. Aber warte, ich kann ja Smogmog noch reinholen. Brauche ich Smogmog? Eigentlich brauche ich den nicht, ne? Wenn die Folgen ohne Speeden fühlen sich an wie eine Serie. Was? Welche Folgen ohne Speeden, was? Einmal bit confused. Das war Pokémon Xenoverse. Ich weiß gar nicht, haben wir nicht sogar alle Regionalformen gesehen? Ich bin mir selber unsicher. Aber ja, bei sowas ist halt auch immer schwierig. Macht man eine Nuzlocke oder macht man sie nicht? Wenn ja, wie macht man es? Weil das mit der Drei-Encounter-Regel fand ich am Ende eigentlich auch kacke, weil man will ja diese Regionalform dann benutzen. Deshalb wahrscheinlich müsste man da wieder mit einem Joker-System arbeiten. Ja, Xenoverse war ein Bombenspiel. Was überlege ich eigentlich gerade? Ob ich Smogmog brauche, ne? Sind wir ehrlich, werden wir nicht brauchen. Ich meine, es haben einige gefehlt, ja dann. Wenn wir es sicher noch mal irgendwann anfassen, aber jetzt nicht in der nächsten Zeit. Nächstes Mal musst du einfach lebende. Ja, vielleicht oder sowas, dass man lebende Encounter mit einer Regionalform tauschen kann und sowas. Irgendwie sowas werde ich. Werde mir schon irgendwas überlegen, ne? Übrigens hier wieder die knackige Lazy Cakes-Tasse. Immer noch Bang. Das ist so krass. Also, eigentlich sind so Merch-Sachen häufig echt nicht so prickelnd, aber das Ding ist wirklich, ist jetzt schon so oft gewaschen worden. Das habe ich ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lang. Ich weiß gar nicht, wann Lazy Cakes Season 7 GPL schießt mich ab, wie lange die hier ist. Und das Ding ist immer noch wie neu drauf, muss man wirklich sagen. Ja, hallo Grumperli, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Oh, das Ding überlebt sogar nicht. Oh. Aber ja. Sowas wie Xenoverse könnte man sogar auch nochmal als Nuzlocke irgendwann mal spielen oder so. Müsste man halt alles mal gucken, ne? Ob das was ist. Meine Jojo-Tasse wird nie verwendet, weil ich nie Tassen verwende. Echt? Ich benutze sehr häufig Tassen. Also in der Früh trinke ich inzwischen sehr, sehr oft ein Zitronen-Ingwer-Wasser oder halt Cappuccino. Wir haben jetzt nämlich auch eine neue Kaffee. Also wir haben keine Kaffeemaschine direkt, wir haben eher so eine Art Barista-Maschine. Die so ein Mix aus so einem Vollautomaten und so einer Kapselmaschine oder sowas in der Richtung ist. Und dementsprechend und so ein Milchaufschäumer, dann können wir uns da auch geilen Cappuccino trotzdem draus machen und so. Also da trinke ich halt sowas in der Richtung immer in der Früh.
Also von dem her. Aber irgendwas, irgendeine Lösung finde ich da schon für die restlichen Sachen. Da mach ich mir tatsächlich wenig Sorgen. Also für YouTube mache ich mir weniger Sorgen, was zu finden, als für Twitch. Twitch ist meistens so mein Sorgenkind, bei dem ich nicht genau weiß, was und wie ich wann was machen will. Und so. Hoffe ich einfach, dass es demnächst einfach mehr Races und sowas gibt. Dass man an sowas mehr teilnehmen kann. Aber ja, ist halt, ne, die deutsche Szene ist halt relativ klein, was das angeht. Mir ist heute alles ein bisschen kniffelig, ne? Ich habe sogar überlegt, ob wir nochmal PokéRogue auspacken und da einfach mal einen Modo-Run starten. Hey, auch Bock, habe ich überlegt, aber ich weiß nicht, wie schnell ich da auch nicht wieder die Lust verliere. Weil es halt, ja, es ist halt am Ende des Tages eine PokéRogue haben wir eigentlich schon intensiv gespielt, würde ich sagen. Da weiß ich nicht, ob ich das nochmal anfassen will. Warum? Ich dachte, ich glaube, die Level Cap ist hier falsch dokumentiert. Nein, ich Idiot wollte erst nach Foxania City. Ich wäre einfach nur in die falsche Arena gegangen, ich Dödel. Naja, ist auch okay. Dann können wir nämlich, glaube ich, weil nach Level Cap 56 kommt E59. Dann können wir sowieso ganz easy jetzt gleich alles auf 55 bringen und dann auch nochmal höher gehen. Ja, PokéRogue war ich auch einen Monat mega Spaß gehabt und danach dachte ich mir so, ja. Warum hat sie einen Tangel? Warum nicht Tangolus? Warum ist das so dumm teilweise gemacht? Das ist ja der Wahnsinn. Das macht mich richtig sauer. Das ist schon ein bisschen Bullshit, ne? Wäre ja Gen 4 und das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir natürlich nicht. So ein Schwachsinn, ey. Naja. PokéRogue hat mich nie gecatcht. Jetzt ist es auch, ist ja auch okay. Muss ja auch nicht, ne? Muss ja auch nicht. Ja, winke, winke, Tangela, ne? Mensch. Na, das war ja einfach. Jetzt kommt natürlich nur die größere Hürde mit Safronia City, ne? Die wird eher unangenehm. Da muss jeder Spuckball sitzen. Weil wenn Gengar da drauf geht und nicht schneller ist als irgendein Mon, dann können wir eigentlich den Run wirklich offiziell vergessen. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor Abschlag, deshalb bin ich auch so geswitcht. Aber ja. Und wer weiß, vielleicht in naher Zukunft ist vielleicht doch auch mal die Lust da, wieder mal sich vorzunehmen, irgendwie, dass so ein One-Hit-Wonder-Video kommen soll und sowas. Ne? Beat the Champion soll auch irgendwann mal kommen wieder. Weiß man noch nicht wann. Weil, also für jetzt ist halt einfach das Problem, momentan ist meine Mission einfach Sachen, wenn ich die Zeit habe, für den Urlaub halt vorzubereiten. Achso, wir sind sowieso ja nebenan. Ja, gut, hätte ich gar kein Fliegen gebraucht. Also so gesehen ist das auch alles ein bisschen knifflig. Vielleicht kommen ja irgendwann auch nochmal irgendwas, was ganz anderes raus, sowas wie PokéRogue oder so. Ja, hier war der noch 20 Base-Power, hier war der absolut Müll. Hier war der einmal nur Müll. Aber ja, vielleicht kommt dahingehend irgendwas mal raus, wo man sagen kann, ach, ich weiß nicht, wo man hin muss. Oh. Hätten die mich jetzt gesehen? Dass man auf jeden Fall da irgendwas machen kann. Ich meine, mit PokéRogue hat ja auch niemand so direkt gerechnet, ne? Also, so gesehen passt das ja. Oder, ah, ich glaube, es liegt daran, dass ich Turbo-Treter anhabe. Und dann sehen die Zinker mich natürlich. Warum? Ich muss die ausdrücken. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar nicht B gedrückt, ja. Bin aber auch dumm. Wir sind Specs. Gib ihm. Nachtmar. Nee, danke. Und da unten jetzt rechts? Aber auch nicht.
Cool. Das ging flotti-karotti, würde ich sagen. Imagine, so würden Pokémon-Spiele immer laufen. Einfach so innerhalb von einer halben Stunde drei Arenen abklappern. Oi gut, oi gut. Dann, da bin ich jetzt gespannt. Hier entscheidet sich's über alles eigentlich. Ja, erst in Gen 6 wurde Abschlag gebufft. Ich glaube, ich bin mir sogar sehr sicher, dass in Gen 5 Abschlag auch noch Kacke war. Und das kaum einer gespielt hat. Außer vielleicht im Draft, aber naja. So, mein wertes Gängerleinchen. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du hier jedes einzelne Pokémon outspeeden musst, sonst sind wir am Arsch. Dass wir die Gegner one-shotten, da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Turbodreher auch erst seit Gen 9. Nee, seit Gen 8, oder bin ich jetzt blöd? In Gen 8 gibt es doch einen Speedbuff. Und hat 50 Base Power. Oder irre ich mich da jetzt? Ich bin eigentlich sehr confident, dass es in Gen 8 schon den Buff bekommen hat und nicht in Gen 9. Also jetzt verunsicherst du mich auch, aber ich bin einigermaßen confident eigentlich. Ja, das ist halt der Problemkandidat, ne? Oh Gott sei Dank. Das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Das wäre sonst ein bisschen unangenehm gewesen, wenn der uns outspeedet hätte. Seit der 8. Gen. Ja, dann los. Hallo, Powerpika. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Bis hierhin. Hello. Was ich aber als Stream-Projekt auf jeden Fall mir schon überlegt habe, was aber mehr in Richtung wie heißt's, Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2025, würde ich ganz gerne, da würde ich gerne die Snaplock angehen. Vermutlich sogar eher in Sacred Gold, was damit zusammenhängt, dass halt im Dezember in Gen 4 was kommt. Da wäre das auf jeden Fall so ein bisschen mein Wunschgedanke, da ein wenig reinzugehen. Müssen wir jetzt noch irgendwas anderes machen hier? Haben wir jetzt ansonsten jeden Orden? Ich glaube ja, ne? Die 56er Level Cap haben wir ja jetzt auch schon. Das heißt, die nächste Level Cap ist 59. Aber wir haben jetzt eigentlich ansonsten jeden Orden. Ich gucke gleich nochmal in meine Trainer-Info. Ja, genau. Ja, easy. Okay. Dann machen wir das. Snaplock ist, wo wir den halben Pokédex bannen. Weil ich glaube, das ist eine geile Challenge, die Spaß macht. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Und das werden wir auch wahrscheinlich machen. Vielleicht macht das sogar so viel Spaß, dass man direkt danach die nächste macht oder so. Aber das gucken wir einfach mal. Wie wir da Bock haben. Ich weiß noch nicht, ob wir als nächstes vielleicht ob wir eine Color Lock machen. Ein Pokémon Schild hatte ich mir noch notiert. Ich habe mir in Schwarz. Ach Leute, hier sind Trainer. Ich habe mir in Schwarz-Weiß 2 auch noch den Hard Mode. Also Hard Mode in Anführungsstrichen, halt diesen Höhenmodus. Da würde ich ganz gerne eine Wedlock eigentlich noch drin machen irgendwann. Ja, und ansonsten würde ich ganz gerne im Emerald Rogue 2.0er würde ich eigentlich auch ganz gerne eine Nuzlocke machen. Weil das ist, glaube ich, auch eigentlich ganz geil. Dann wäre es ja auch mal geschafft. Pitch Black 2, nee, ist erstmal nicht auf der Liste tatsächlich. Ist tatsächlich erstmal nicht auf meiner Liste. Weil wir haben dieses Jahr jetzt so viel Pitch Black gespielt. Also ich glaube, wir haben so 100 bis 120 Stunden in dem Spiel verbracht. Habe ich jetzt erstmal nicht so viel Bock auf das Spiel, muss ich gestehen. Da hält meine Motivation ein bisschen Abstand zu tatsächlich. Da habe ich, um ehrlich zu sein, sogar mehr Bock gerade, Blaze Black 2 Redux zu spielen. Aber ja. Liste umschreiben ist angesagt. Nö. Einfach nur keinen Bock auf Pitch Black, weil, wie gesagt,
haben so viele Stunden jetzt in dem Game schon verbracht. Was mit den Legacy-Spielen? Ich glaube, das ist eher was, was ich interessant finde für YouTube. Dass man da so zwei, drei Parts einmal durchballert. Also im Stream ist glaube ich, schon interessanter, so eine Snaplog oder so. Weil ich glaube, sowas casual durchzuspielen ist interessanter, wenn man das alles so ein bisschen. Ja, entspannter trifft es, glaube ich, nicht so ganz. Aber wenn man das halt einfach so. Ja, einfach zusammengecuttet sieht und du dann am Ende halt so. Ja, wahrscheinlich sind es drei Parts oder so. Hast, an denen du Spaß hast. Die haben ja auch einen Hard Mode, ja eben. Aber kann man als Hard Mode spielen, kann man Nuzlocken, kann man einfach mal gucken. Nee, gegen dich will ich nicht antreten. Ich liebe es, wie man diese ganzen Scheiß-Trainer hier dodgen kann, ne? Ich glaube, das ist nur so Level-Cap-Kram. Ja, das ist tatsächlich sehr angenehm, finde ich auch für Casual. Macht mir das Durchspielen auch ein bisschen mehr Spaß. Ich weiß gar nicht, ob sich Blaze Black 2 so viel einfacher anfühlt. Ich glaube, Blaze Black 2 ist jetzt, also vor allem im Hard Mode, nicht so viel einfacher, um ehrlich zu sein. Also von dem her, ich muss leider sagen, ich glaube, das wird sich in Grenzen halten. So, ich glaube, wir gehen mal auf 57 mit allem. Hydro-Pumpe. Ey, du hast so wenig Special Attack, ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wüsste zumindest nicht, inwieweit. Ah ja, also momentan habe ich schon ein bisschen Plan, sage ich jetzt mal, was ich so machen will. Muss man hier gegen alle Trainer kämpfen? Ich habe das Gefühl fast ja. I have this feeling that the answer is yes. Hallo Sane, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Links rum ist besser. Allein wie damals Bloody Platin als ultra schwer angepriesen wurde. Ja, ich glaube als. Oh, wow. Okay, nee, ich bin einfach nur dumm. Wow. Oder meddert's irgendwie, von welcher Seite ich die anspreche. Nee, tut's nicht. Aber die kann ich ja dann ignorieren, weil ich muss ja eigentlich nur ihn hier. Immer noch krank, aber alles gut soweit. Und selbst bei mir ist alles gut, danke der Nachfrage. Ich fühle mich auch Gott sei Dank nicht mehr so krank wie am Anfang der Woche. Also, was heißt so krank, aber so erledigt. Ich glaube, wir können eigentlich in den Kampf gehen. Ne? Ich glaube, wir packen aber fast lieber Tentoxa vor, weil ich weiß nicht, ob er mit Akani oder mit was der hier leadet. Das finden wir einfach mal heraus. Blaze Black 1 ist eher Pitch Black 2 Stufe. Blaze Black 1, hands down, ist nicht so schwierig tatsächlich. Weil du da E-Pause hast. Tatsächlich glaube ich, ist Blaze Black und Mode White 2 gar nicht mal so schwer. Retro-Perspektiv gesehen. Das könnte man tatsächlich mal überlegen, auf YouTube nochmal zu spielen, aber. Ja, hat man halt schon gespielt, ne? Das ist halt das Ding. Und vor allem, wenn ich halt was als Hardcore-Nuzlocke schon geschafft habe, dann weiß ich auch nicht, dann denke ich mir auch, ja, was soll ich denn mehr in dem Spiel machen? Also gibt ja auch nicht mehr eigentlich. Warum hat er eigentlich auch nur drei Pokémon? Magma auch einfach. Ey, es ist so. Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir die restlichen Arena-Leiter in einer halben, dreiviertel Stunde machen. Dachte, wir brauchen schon eine. Stündchen, eine Stunde, fünf. Das geht ja gerade alles sehr viel schneller, als ich das erwartet habe, muss ich gestehen. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich so wirklich jeden Trainer und alles hier dodgen kann. Mit Augen verbunden und ohne ST-Encounter in der Hardcore. Da sag auf Japanisch natürlich. Na klar. Sie kennen mich. Jawohl, jetzt killt sich das Galopp auch noch selber stark. Aber ja, früher war natürlich einiges sehr viel schwieriger. Okay. Sehr viel schwieriger, weil man einfach auch noch nicht so viel gespielt hatte. Ne? Wenn so Hardcore-Nuzlocke, sowas gab es ja früher gar nicht. Ne? Naja, keine Sau diese Regel gehabt. Da hast du noch Tränke drauf geballert und so. Damals war der heilige Gral einfach eine Randomizer-Nuzlocke zu spielen. Einmal in jedem Spiel eine Randomizer-Nuzlocke zu machen.
Boah, wir könnten auch nach diesem Projekt so richtig casual einfach eine Randomizer-Nuzlocke irgendwo drin spielen. So einfach auch entspannt. Halt ohne Tränke und so. Jetzt habe ich halt niemanden, mit dem ich dingsen kann, ne? Fliegen. Dann muss ich das einmal zu Fuß abfahren. Ich muss sagen, bei der Vorstellung denke ich mir auch gerade, irgendwie hätte ich Bock. Einmal so richtig casual. Weiß noch nicht, in welcher Gen. Aber einfach eine stinknormale Randomizer Nuzlocke spielen. Mit random Fähigkeiten. Wir können ja alles machen, worauf wir Bock haben. Ja, volle Entwicklung und so ab Level 35 schon, ja, würde ich schon sagen. Kann auch random Fähigkeiten noch machen. Movesets randomize ich eher ungern. Alles random. Ich glaube, alles random ist wieder zu ungeil, weil das ist einfach nur stumpfes Drücken. Aber so Fähigkeiten zum Beispiel könnte man noch mitnehmen. Ich actually Bock, muss ich sagen. Also random Fähigkeiten. Ja, random Moves mag ich auch nicht, weil da, dann ist einfach alles automatisch so vom Feeling her auch schon too much. Random Fähigkeiten, dann Gen 7. Gen 7 machen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Lassen wir Gen 7 mal weg. Also, nehmen wir einfach mal Gen 7 und Gen 4 vielleicht raus aus dem Pool. Vielleicht mit Better Movesets dann. Ich weiß gar nicht, was macht Better Movesets? Also ich würde Gen 5 und Gen 6 und Oras in den Ring werfen. Das wären so die, die ich in den Ring werfen würde. Also Gen 6 meine ich einfach XY, ne? Ja, stimmt, Magenkremler gibt es in Gen 7, da war was. Was ist denn jetzt die Level Cap? Die ist jetzt auf 60 hoch, okay. 60. Ja, eben, deshalb finde ich eigentlich einfach eine Randomizer Nuzlocke in Oras. Hätte ich, um ehrlich zu sein, mega Bock drauf. Das stelle ich mir gerade richtig cool vor. So einfach auf entspannt, auf locker, auf fun. Okay, Spiel hasst mich. XY ist halt die Soling von Blocky und Flowert. Ja, das ist mir wurscht. Also, Freunde, wenn ich auf jeden Rücksicht nehme, der irgendwas macht. Dann kann ich jetzt kein Gen 7 bringen, weil irgendwann kommt Prezzen und Teemo's Soulink, die seit einem Jahr angekündigt ist. Und dann läuft bei Sephiroth auch gerade Gen 3 im Endeffekt. Dann läuft also da, ich meine, das Einzige, auf was ich Rücksicht nehme, ist bei mir selber auf meinem normalen Kanal. So richtig Rücksicht nehmen ist einfach unmöglich. Aber ich würde tatsächlich zu Oras tendieren. Ich fände Oras tatsächlich mega geil. Aber auf Oras hätte ich richtig Bock, muss ich sagen. Also, ich schaue tatsächlich schon immer, dass ich nach Möglichkeit nicht mit irgendwem überschneide. Aber momentan bin ich halt so in der Vorproduktion. Also, es gibt einen Grund, warum ich Gen 7 angesprochen habe. Eventuell kommt das ja nach Blazing Emerald. Dass ich auf nix und niemanden gerade Rücksicht nehmen kann, weil ich jetzt einfach vorerst mal die Projekte nehme, bei denen ich weiß, die kann ich bringen. Und dann ist basta. Aber ansonsten gucke ich tatsächlich schon meistens, was so die anderen auch bringen. Und ob man da irgendwie die Überschneidung vermeiden kann. Aber ich mache ja auch so oft Projekte und so, aber ja. Randomizer Souling mit nur Doppelkämpfen in Oras, das klingt auch wild, muss ich sagen. Das ist ein krasses Rätsel, ja. Ich überlege auch schon, weil ich will natürlich eigentlich nicht jetzt in irgendeinen. Ich glaube nämlich, man kann dieses Rätsel lösen, ohne in irgendeinen Trainer reinzurennen. Zumindest wirkt es bis hierhin so. Hä? Was muss ich denn jetzt hier machen? Rechts. Ah ja, hier. Und dann
Gehe ich doch einfach nur. Nee, da oben sind zwei Trainer. Ja, geil. Und welchen. Was nehme ich jetzt? Weil damit lau links laufe ich in den Trainer. Soll ich jetzt einfach ganz rechts gehen? Ganz rechts ist richtig. Banger! Okay. So, und ich glaube tatsächlich, bei Blau muss ich tatsächlich gucken, welche Monster er hat. Weil den seine Monster waren gar nicht mal so unkrass. Wenn ich mich recht erinnere. Was hat denn der? Doch als nächstes Speedrun. Pokémon. Hard Gold. Blau. Der hat Arka also ich hätte Arcani im Kopf. Ich hätte einen Kokowai im Kopf. Einen Tauboss. Erihornio oder Despotar. Ich glaube Garados auch noch. Da, okay. Also er leadet mit dem Kokowai. Er hat tatsächlich keinen Despotar, okay. Er hat Kokowai, Rizeros, Machomai. Auf Machomai wäre ich niemals gekommen. Gyarados, Arcani, Taubos. Und ich hätte gesagt, er hat Rihornio. Okay, aber Kokowai im Lied, dann passt sowieso Gengar. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir gegen alles zur Not Specs Spukball. Ich weiß nicht, ob wir Specs spielen wollen. Eigentlich will ich gerne nicht Specs spielen. Ich habe aber Angst, dass ich Kokowai dann. Ich werde ja einen Kokowai one-shotten, oder? Glaubt ihr, wir one-shotten Kokowai ohne Specs mit Gengar? Eigentlich ja, oder? Ich meine, der ist auch 4 Level unter mir. Ja, der hat auch nur Rizoros. Weil dann könnten wir nämlich auch Psychokinese gegen Machomai und so drücken. Gegen Gyarados Donnerblitz und so. Ich hoffe, es ist nicht dumm, dass ich dem das Wahlglas da jetzt runternehme. Ich bete, dass das jetzt nicht dumm ist. Ich glaube, Kokowai hat auch eine schlechtere Speed-Def als Dev. Es ist halt auch nur ein Kokowai. Ich weiß ja nicht, wer danach reingeschickt wird. Also ich glaube. Also Machomai hat nicht unbedingt was. Arcani hat auch keinen Knirscher oder so. Also es gibt tatsächlich keinen da drin mit einer sehr effektiven Attacke außer Kokowai. Und er hat halt 0 EVs. Ja, komm, ich glaube, das geht schon. Ich glaube, es geht schon. Bomben links. Oh, juckt mich gerade so sehr. Es geht mir echt auf die Eier. Übrigens, im Kampf-Dojo, da hat er Despotar. Da hat er kein Gyarados mehr. Der hat dafür dann Rihornio und Despotar statt Gyarados und Rizeros. Also Rizeros halt entwickelt, ne? Auch irgendwie ein bisschen weird, ne? Warum auch immer das Gyarados ausgerechnet rausgeht. Aber na gut. So, we believe in the Gengar Power. Warum bin ich nicht auf Level 60 gegangen? Bin ich dumm? Es gibt ja nicht mal einen Grund, nicht auf 60 zu gehen. Ja, ich bin dumm. Okay, cool. Hallo Sonic, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Okay, Arcani. Gegen Arcani können wir jetzt wechseln. Weil den Flammenblitz, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt abbekommen, würde ich behaupten. Ich glaube auch Baldorfisch passt hier gut rein. Vielen Dank. Ich bedanke mich tatsächlich tendenziell nie bei Follows. Was primär daran liegt, dass ich immer das Gefühl habe, oder ich es zumindest irgendwie immer unangenehm finde, wenn man sich für Follows bedankt. Weil ich denke mir mal, ich will den einfach nur folgen, so ganz sneaky, und der muss es gar nicht mitbekommen. Der muss es gar nicht erwähnen. Deshalb mache ich es nämlich auch nicht. Um ehrlich zu sein, das ist nicht gut, dass wir den nicht gewonshottet haben. Okay, ich glaube, jetzt sind wir halt potenziell in E-Speed-Range. Und der sollte sowieso geheilt werden. So sieht es nämlich aus. So wollen wir das sehen. Und dann surfen wir den jetzt um. Das sollte tendenziell vielleicht sogar mehr Damage machen. Wobei ich glaube, bei Arcani ist zwischen Fistel und Spidef ist eigentlich kein großer Unterschied. Oh, okay. Ja gut, der killt sich halt jetzt selber. Entspannt. Dann nur die Frage jetzt. Wobei das Gute ist, jetzt sollte eigentlich. Oh Gott, der killt sich nicht mal selber. Der war Schlappen. Jetzt sollte aber hier nach eigentlich.
Ne, ich weiß gar nicht, wer reinkommen will. Weil, also, wenn Rizeros kommt, den surfe ich halt einfach nieder. Machomai könne mit Erdbeben und Donnerschlag kommen. Okay, den surfe ich halt jetzt einfach nieder, na gut. Also, das lebt er nicht. Da bin ich relativ confident. Nee, Simsala hat er nicht. Er hat noch hier nach einen Tauboss und ein Machomai. Dann sollten die einzigen zwei. Ja, und Gyarados halt noch, stimmt. Simsala hast du im Kopf, weil er das in Feuerrot, Blatt, Grün als Champ hat. Hat aber hier. Frag mich nicht warum. Hat er auf jeden Fall hier nicht. Wen schicken wir denn rein? Ich glaube, Ganya ist der Beste. Braucht man wirklich eine Online-Mitgliedschaft zum Tauschen? Natürlich, sonst kannst du ja den Online-Modus nicht benutzen in Capu. So wie alles auf der Switch. Das hat nichts mit Capu zu tun. Das ist einfach das Ding von der Switch. Gut, saugen wir den Boy mal aus. Hey, irgendwie habe ich gedacht, das dauert hier alles sehr viel länger. In einer Dreiviertelstunde haben wir jetzt die ganzen restlichen Orden geholt. Das ist ja easy peasy. Aber wir gehen ja jetzt hier nach zu Rot. Das habe ich irgendwie nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein, dass das so flotti Karotti geht. Echt jetzt? Mit dem bisschen KP überlebt der? Hoffen wir mal, dass wir eine bessere Roll erwischen. Ich hatte Kanto auch allgemein Kratzer im Kopf. Ich dachte, die Arenaleiter wären stärker gewesen hier, aber die haben ja teilweise so Waschlappen. Also einfach auch nicht entwickelte Mons, wo ich mir auch einfach denke, what the hell, warum? What the hell, warte, was? Was macht er denn jetzt? Okay, das wusste ich nicht, dass er das machen kann. Aber gut, ist halt auch nur ein Tauboss, ne? Ist jetzt auch wenn der Boss im Namen hat, ist der tendenziell eher scheiße. So, I guess, da können wir eigentlich. Wir gehen mal in Slymog. Kanto war schon immer Loserhausen, sogar Rothschild in Johto. Ja, das stimmt. Wirbelwind. Kann Gengar reinkommen, dann kann ich Donnerblitz drücken. Sympathisch! Blau hat auch keinen Bock mehr. Stark. Das feiere ich. Oh, schade, er lebt. Boah, Sacred Gold Postgame ist auch interesting. Das haben wir, glaube ich, damals nicht gemacht. Und mit Glaube meine ich, bin mir 100% sicher. Ich glaube, das haben wir nämlich nicht gemacht. Ja, dass das Original nicht krass ist. Nämlich, mich wundert es nur, dass teilweise so viele Pokémon nicht entwickelt sind. Oder warum, also zum Beispiel, warum man ihn jetzt hier in Rizeros nur in die Hand gedrückt hat. Ist die Argumentation wirklich einfach nur, dass nur Gen 1 und 2 Pokémon auftauchen sollen, dürfen, müssen? Oder was ist die Argumentation dahinter? Das verstehe ich nicht so ganz. Tauni und Postgame, Kekwe. Ja, Postgame ist nicht meine Welt. Wenn ich den Champ besiegt habe, ist Ende Gelände. Dann will ich meine Ruhe haben. Beim Rematch. Ja, eben, bei den Rematches hat er ja auch lauter Gen 4 Pokémon. Deshalb verstehe ich nicht, warum er sie nicht von Anfang an hat. Ja. Ich nenne Blau immer Gary und das bleibt er auch. Nee, das ist Blau. Blau ist ein anderer Charakter. Der ist aus einem Paralleluniversum. Ja gut, dann gehen wir halt zu Rot, ne? Cool. Ich verstehe auch nicht so ganz, wieso er einem Bizarro-Raum gibt. Aber na gut. Oh. Schade, das Spiel hasst mich wieder. Aber ist okay. Ist eigentlich ein Grund, warum man nie Ash gespielt hat. Naja, ist halt der Anime-Charakter, nicht der Spielcharakter. Also so gesehen.
So gesehen ergibt das tatsächlich ein wenig Sinn. So, dann holen wir uns einmal kurz Kraxlab. Und jetzt ist halt tatsächlich die große Frage, habe ich überhaupt ein Pokémon, welches Kraxler einsetzen kann? Ich befürchte fast nein. Also ich kann es mir zumindest bei niemandem vorstellen. Smogmog, der kann niemals im Leben Kraxler. Warum sollte der denn Kraxler? Also, er gibt Sinn, ich könnte mich auf den draufsetzen und dann fliegen wir da hoch, aber. Okay, hier haben wir schon mal nichts, das ist ein schlechtes Zeichen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie wir das machen sollen dann. Weil der Kack ist ja. Ich muss ja irgendwie da hoch, da muss ich irgendjemanden dabei Kraxler geben. Und dann oben wieder den Move abändern quasi. Weil anders geht's halt eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Ich meine, einer von denen hier hätte halt Kraxler gekonnt, ne? Aber die sind halt tot. Jetzt ist halt echt die Frage, wie werten wir das? Was findet ihr, ist jetzt die fairste Sache, die ich machen kann? Einfach einem Pokémon die Attacke beibringen, welches es eigentlich gar nicht lernen kann? Soll ich irgendwie ein Death-Potter, also ein totes Pokémon, was halt eben Kraxler kann, mitnehmen und ich darf nur mit 5 Pokémon antreten? Was ist der Plan? I guess am ehesten sogar nur mit 5, hätte ich auch gesagt, weil ich bin ja selber schuld. Ich hätte mit Nidoking und Nidoqueen. Sie können ja, also ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, die sollten das lernen können. Ja. Hätte ich Pokémon gehabt, mit denen ich das hätte machen können. Ja, dann darf ich nur mit 5 Pokémon antreten, bravo. Heilige Scheiße. Ja gut, mit welchen 5 treten wir dann jetzt an, ist halt die Frage, ne? Was hat denn unser Rotbäuchchen? Der hat. Wo ist denn Rot? Also er hat halt die 3 Starter, Pikachu. Lapras, Relaxo. Also wir brauchen auf jeden Fall was Physisches eigentlich. Erstmal die Level Cap. Ne, die ist 88. Pikachu ist ja das Signature Mon. Boah, das ist schwierig. Von mir mal halt auch direkt reingeschissen, weil wir nichts gegen das Pikachu. Ich glaube, ich muss mir actually echt angucken, was die für Moves auch haben, weil ich habe jetzt eigentlich. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, gegen den zu verlieren. Ist glaube ich, ein bisschen nachvollziehbar. Pikachu kann Volt Tackle, Eisenschweif, Ruckzuckhieb, Donnerblitz und hat einen Kugelblitz. Lapras hat Blizzard, Larcap, Psychokinese. Oh nee. Body Slam. Relaxo hat Spukball, Knirscher, Blizzard, Gigastoß. Auch belastend. Bisasflor hat Matschbombe, Gigasauger, Schlafpuder, Fauna, Statue. Glurak hat Flammenblitz, Luftschnitt, Lohe, Kanonade. Drachenpuls, Turtok hat Fokusstoß, Aquahaubitze, Blizzard, Lichtkanone. Okay, also Turtok. Pack jetzt mal erstmal alle raus. Und dann entscheiden wir. Wir haben auch noch ein paar TMs, aber auch nicht so viele, um ehrlich zu sein. Also Tentoxa würde im Endeffekt ja Turtok checken können. Eigentlich muss ich ihn hier mitnehmen, um irgendwie an Relaxo vorbeizukommen oder halt Baldurfisch. Baldurfisch hätte halt eine Vergeltung. Und würde vielleicht einen Gigastoß leben. Dann für Pikachu ist es, I guess, Giflor im Lead. Weiß nicht, was ich gegen das Lapras machen soll, um ehrlich zu sein.
Gegnerisches Bisaflor könnten wir auch mit dem hier hinbekommen. Wobei Mondschein halt, glaube ich, im Hagel auch wieder weniger. Ey, der Hagel ist eigentlich auch richtig kacke. Also, den hier müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, unser Gengar, weil das ist unser Böllerbus. Die Frage ist jetzt nur, wen nehmen wir zum Schluss noch mit? Also, ich glaube, es ist nicht Slimog. Es ist entweder Roserade oder er hier. Aber keine Ahnung, welcher von den beiden. Weezing wäre neutraler. Der hier wäre halt schneller mit Gigasauger gegen Lapras und Turtok noch. Ich glaube aber, Lapras und Turtok kriegen wir schon hin mit den Mons, die wir jetzt dabei haben. Deshalb ist es, glaube ich, sogar Smogmog. Und ich überlege gerade, ob wir nicht doch Roserade gegen Pikachu mitnehmen, weil Roserade ist schneller. Weil Mondschein bringt mir ja sowieso auch auf dem nichts. Dann nehme ich lieber das schnellere Pokémon mit, was nicht vom Bisaflor weggeballert wird. Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist der beste Squad. So, was haben wir jetzt noch an TMs gerade da? Darmpuls brauche ich nicht. Hitzekolle brauche ich auch nicht. Wir hätten hier noch eine Matschbombe und einen Spukball. Lass mich mal kurz gucken. Ich meine, am Ende des Tages drückt er hier eigentlich eh immer nur Spukball oder Donnerblitz. Ich würde gegen nichts unbedingt Matschbombe drücken. Außer Bisaflor, wobei da drücke ich Psychokinese. Und gegen Relaxo drücke ich Finsteraura für den Flinch. Gegen den verliere ich so oder so. Dann würde ich sogar am ehesten Tentoxa die Matschbombe geben, weil mit dem hier meine ich eigentlich auch nie irgendwas. Oh, warte mal. Was wir noch bei Roserade machen können, ist tatsächlich, der lernt auf Level 1 Meteorologe. Ist auf dem Meteorologe mitzunehmen. Dann haben wir Meteorologe Eis und können wenigstens damit auch noch Glurak und so treffen und können trotzdem Egelsamen oder Toxin, je nachdem, was wir eher brauchen, mitnehmen. Ja, und dann kriegt Tentoxa noch Matschbombe. Dann sind wir eigentlich ja, ne? Jetzt sind die Vorbereitungen im Endeffekt durch. Ja, hier ist Meteorologe. Scheiß auf Synthese, bringt mir eh nichts. Kann mich eh nicht heilen. Und beim Rest gibt es halt auch keine Attacken, die wir uns holen können. Ja. Und dann gehen wir wohl den Silberberg nach oben, ne? Cool. Oh Mann. Oh Mann, ich wusste nicht, dass wir jetzt hier mit fünf Pokémon antreten müssen. So eine Scheiße. Das ist nicht das, was ich hier sehen will. Kann man sich hier noch irgendwo Boosting-Sachen holen? Ich wüsste nicht wo. Können hier noch einen Gigasauger draufpacken auch. Vielleicht sogar auf Gengar. Hat denn irgendjemand irgendwie irgendeine Idee, wo man sich noch was holen kann? Ja, Spukball bringt mir halt auch niemanden was. Da bringt mir auf Smogmog die Explosion wahrscheinlich mehr. Momentan haben wir halt jetzt auch nicht die besten Support-Items, sag ich mal. Wundersaat für dich, Weilglas für dich. So maximal Zauberwasser und ein Giftschleim würde mir was bringen, glaube ich. Oder eine Zitrobeere. Eine Zitrobeere wäre actually geil. Kann auch keine Giftspitzen oder so legen. Das bringt halt auch nichts. Über Regentanz könnte man auch Quillfish noch nachdenken. Aber alles andere. Wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch was Großes holen soll, um ehrlich zu sein. Ja, Schwertanz könnten wir in der Spielhalle holen. Die Frage ist, gegen wen kann ich mich mit Quillfish setupen, ne? Und die Antwort ist nein, gegen niemanden. Das ist das Problem.
Weil Glurak drückt halt auch einfach Luftschnitt und das zieht zu viel ab. Also ich glaube, auf jedem Pokémon lohnt es sich eher, einfach Damage zu drücken. Als einmal Schwertanz zu klicken. Ein Reflektor Lichtschild. Weiß ich auch nicht, auf wen ich das noch packen soll. Weil, also das Moveset ist ja im Endeffekt fertig. Hier genauso. Hier ist eigentlich passt auch alles. Hier kann man halt die Kaskade wegmachen, aber auch dann weiß ich nicht, welches Item wir da noch drauf packen sollen, groß. Actually. Ja, hier halt noch, ne? Hier können wir tatsächlich den Seidenschall draufhauen. Damit, wenn der sich wegballert, nochmal wir den meisten Damage rausholen können. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir noch irgendwas herbekommen. Was uns auch was bringt. Weil hier das ewige Eis gegen gegnerisches Bisaflor finde ich tatsächlich eigentlich ganz gut. Weil wir auch in die Bisaflor-Moves ganz gut reinkommen könnten. Wenn es sein muss. Wobei im Best Case wäre natürlich, wenn. Mein Problem ist, ich habe echt ein bisschen Angst vor Kugelblitz-Eisenschweif von Pikachu. Ich kann halt dagegen nichts machen. Der hier für Glurak. Wofür habe ich Weezing nochmal? Ich überlege gerade, ob wir sogar Baldurfisch nicht doch raustun. Noch das Gyflor mitnehmen, welches einmal nur für Pikachu am Anfang da ist, dass der Eisenschweif Sporen wird abbekommt. Ich glaube sogar, das machen wir. Weil dann kann ich nämlich mit Roserade mal Bisaflor bekämpfen. Mit Tentoxa kann ich dann eigentlich und hab dann noch genug in the bag für die restlichen Mons, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist sogar besser. Weil eigentlich Quillfish werfe ich eigentlich in nicht so richtig rein. Und so richtig was machen tut er ja nämlich auch nicht gegen irgendwen. Ja. Dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir auf dem irgendwelche guten Moves bekommen. Und dann kommt doch Gifloin in den Lead. Und dann schauen wir mal. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich irgendwie. Also, wenn irgendjemand weiß, ob ich noch irgendwo Giftstich oder sowas ähnliches herbekomme. Naja, das war ja immer das mit den Tagen, ne? Hast du noch irgendeinen Move, den ich haben will? Eigentlich nein, ne? Nö, Giftwolke brauchen wir ganz bestimmt nicht. Aromakur. Boah, der kann ja gar nichts. Du Scheiße. Nee, nicht bei dir. Er muss doch irgendwas Besseres können als die beiden Attacken. Also das muss ja eigentlich drin sein bei Giflor. Weil hat der nicht irgendwie, könnte ich dem Erholung plus Schlafrede geben? Ich habe gar keine Erholung, oder wie? Ich meine, wenn ich mit dem. Naja, aber Wetter ändern. Hat Gifloin nicht Mondschein? Ja, aber es hagelt ja da oben. Das heißt, so gesehen bringt mir das eigentlich echt wenig. Ich kann mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Gutes bekommen. Oh! Ach, wir kriegen hier einfach den Walschall geschenkt. Und ein Muskelband? Ja, guck mal an. Naja, gut, Muskelband bringt mir jetzt leider wenig. Walschall ist interesting. Ich überlege, ob wir das einfach Giflor geben. Weil dann könnten wir mit Giflor sogar das Pikachu outspeeden. Walschall ist, glaube ich, 5% stark. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir irgendeine geile TM kaufen können. Stimmt, im Prismania können wir ja auch TMs kaufen. Was gibt's im Prismania? Hä? Ah ja, hier. Hätten wir nochmal ein Schutzschild.
Giftstich wäre auf Route 32. Ja, dann holen wir das doch. Ich dachte auch immer, dass das nach der Reihe geht. Ich hole jetzt mir mal beide Screens. Haben wir noch Solarstrahl, Feuersturm und so. Und ein Schutzschild noch. Aber Schutzschild bringt mir halt auch nichts, ne? Ich meine, gegen wen? Also maximal für Roserade mit Egelsamen zusammen wird das Sinn ergeben. Weil, also Toxin auch mit 85 Genauigkeit kriege ich halt auch einen Anfall, wenn ich das sehe, ne? Aber vielleicht brauchen wir das halt. Lichtschild kann er nicht lernen. Bro, warum kann Giflor denn nicht einen einzigen dreckigen Screen? Willst du mich vergackeiern? So, warte mal, wo muss ich dafür hin? Auf Route 32. Weil das ist natürlich ein gutes Item für Smogmog, damit wir mit Matschbombe mehr Damage machen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Achso, da haben wir einen Seidenschall gerade drauf. Wer braucht denn überhaupt ein Item? Du. Ja, gut, da bringt es mir wenig. Ja, wobei. Vielleicht für Tentoxa nicht verkehrt. Da gibt es einen Giftstich, okay. Ist vielleicht für Tentoxa besser, wenn Tentoxa gegen die Wasser-Pokémon antritt und nicht unbedingt gegen Bisaflor antritt. Die Frage ist jetzt nur, wo auf Route 32 chillt die Person. Ich glaube, irgendwo. Ja, ich wollte gerade sagen, da unten bei dem Pokémon Center vermutlich. Alter. Aber ansonsten. Ja, im Endeffekt, das beste Item, was ich jetzt bräuchte, wäre halt legit, wären Citrobeeren. So, wer kriegt den Giftstich, habe ich gesagt? Du, ne? Ja. Und für Giflor bräuchte ich halt einfach andere Moves. Ja, wir könnten halt hier, wenn wir hier Sonnentag draus machen, ich weiß halt nicht, wie lange wir das halten können. Aber ist natürlich auch nicht verkehrt. Kriegen wir irgendwie im Radioturm. Das klingt ja nach was, was wir uns holen können. Und das wäre ja schon mal eine Attacke mehr für Giflor. Weil dann könnten wir dem sogar überlegen, Solarstrahl beizubringen. Und das ist dann doch ein bisserle stärker als ein Gigasauger. Wo kriege ich denn die Scheiße? Blend, Bruder. Bin ich ehrlich? Bin ich auch gar nicht so scheiße. Hä? Wo genau gibt es denn hier Sonnentag? Kann mir das derjenige einmal schreiben? Ansonsten gucke ich das gleich nach, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Oder bin ich im Falschen drin? Gewinne ich das damit irgendwie? Stand so im Wiki. Oh. Dann gucke ich einmal selber. Sonnentag. Nee, nicht welche Pokémon die Kacke lernen kann. Das interessiert mich nicht. EM11. Sonnentag. Radioturm und Tiefblauer See. Was zum Fick ist der Tiefblaue See? Gold, Silber, Kristall. Nee, mich interessiert Hard Gold, Soul Silver. Von einer Frau im zweiten Obergeschoss? Habe ich nicht jeden angesprochen? Obergeschoss 1, Obergeschoss 2, ah ja, geil. Ah, die. Wow! Die legit wahrscheinlich einzige Person in diesem ganzen Kaff drin von einem Raum, die ich nicht angesprochen habe. Ja, danke dir. Okay. Aber dann mal packen wir da noch Sonnentag und Solarstrahl drauf und dann bin ich eigentlich happy mit den Moves. Das klingt ja eigentlich ganz nice. Okay, was jetzt natürlich geil wäre, wäre der Damp Rock noch dazu.
dass wir das noch verlängern können. Weil dann jöckelt uns der Dings nicht so sehr auch. Wobei die Frage ist halt auch so, ist halt nur fürs Tentoxa Glurak-Matchup nicht so geil. Aber das würde man wahrscheinlich an der Stelle einfach in Kauf nehmen. Vor allem dadurch funktioniert halt auch der Mondschein. Dadurch heilen wir uns ja noch mehr. Und wir haben Chlorophyll aktiv. Das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Ja, vielleicht will ich sogar gar nicht den so krass noch hochschrauben, oder? Ich geht schon wieder. Ich würde sogar sagen, das passt so. Citrobeeren gibt es in einem Käferturnier als einer der Preise. Ja, dann gebe ich mir doch jetzt einfach noch eine schöne Runde Citrobeeren. Wenn da Preise sind beim Käferturnier, hätten wir hier die ganze Zeit mit Citrobeeren spielen können. Eieieiei. Wir machen einfach den künstlichen Hard Mode, ich merke schon. Okay. Aber dann gebe ich mir einfach noch gediegene Zitrobeere auf meinen Gifloor. Beziehungsweise, ich glaube, dann gebe ich sogar mehr Pokémon die Zitrobeere, auch zum Beispiel Weezing und so. Und dann können wir einmal den Silberberg Fixikowski hochgehen. Und klatschen noch rot, ne, würde ich sagen. Actually wäre das ziemlich cool, weil dann haben wir eigentlich mit einem echt unfassbar weirden Squad die Scheiße hier geschafft. Also so gesehen wäre das irgendwie ganz funny, muss ich gestehen. So, Citrobeere für dich. Giftstich auf Tentoxa gefällt mir eigentlich sogar. Das heißt, wir sind fertig. Und dann muss ich eigentlich nur noch meine Mons hochleveln. Ja. Tony zeigt uns, dass du mit jedem das machen kannst. Was ist eigentlich danach geplant? Also nächste Woche. Boah, soll ich das per Hand hochleveln oder soll ich die Level einfach schnell in Dings eingeben? Ich glaube, da lernt ja niemand mehr irgendwas, ne? Machen wir einfach mal alles auf 87 hoch. Ja, nächste Woche Samstag ist ein Event. Unter der Woche weiß ich noch nicht, was wir machen. Vielleicht machen wir sogar gar nichts. Dafür ist halt Event Samstag. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Aber geht, glaube ich, auch nur so drei, zwei, drei Stündchen. Deshalb bin ich mir noch unsicher. Und übernächste Woche würden wir dann auf jeden Fall, also haben wir gerade angesprochen, wir hätten alle so ein bisschen Bock auf so eine entspannte Casual Randomizer Nuzlocke. Passt alles, gut. Nicht ein Topschutz. Das heißt, das würden wir dann machen. Ja. In Oras. Und dann, ja, ist wahrscheinlich eh so, dass nicht mehr so viel Zeit ist bis zu meinem Urlaub. Also, das wird dann wohl auch eines der letzten Projekte dieses Jahr vermutlich sein. Müssen wir mal gucken. Tarnsteine kriegen wir noch. Ja, gut. Mir natürlich eher weniger was. Ich weiß nicht, finden wir hier drin noch irgendwas Nützliches? Vermutlich nicht. Aber ja, das machen wir auf jeden Fall so ein bisschen auch gemütlich. Und wenn danach noch Zeit ist, vielleicht spielen wir danach Emerald Rogue 2.0. Ja, auch Bock. Aber ja, sehr viel mehr wird dieses Jahr vermutlich auch gar nicht mehr passieren. Es ist eigentlich voll krass, dass jetzt schon wieder Oktober ist, ne? Das muss ich sagen, finde ich schon wieder arg wild. Ich glaube, hier ist er nicht hier sogar schon? Oh, nee, schade. Ich glaube, muss man nicht noch weiter. Ja, und hier glaube ich hoch. Ah, ich glaube, man muss eigentlich in der Mitte hochkommen. In 4 Monaten ist schon 2025. In 4 Monaten? Was? Wieso in 4? Gibt es hier nicht in irgendeinem Raum den Expertengurt? Ich weiß gar nicht, ob mir ein Expertengurt gerade so viel bringt, um ehrlich zu sein.
Aber das wäre jetzt nichts, was ich unbedingt bräuchte. Stimmt, drei. Ja, Oktober, November, Dezember. Ich würde sagen, wir kommen so vier. Vier ist wild. Und ich bin halt in einem Monat davon nicht da im letzten. Also. Oh, da ist er. Da ist er, Freunde. Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal rot bekämpft habe auch. Dann bringen wir mal alles auf 88 hoch, ne? Legit, ich erinnere mich gar nicht dran. Ja, Elenio ist noch im Urlaub, das darf er aber auch, ne? Das darf auch. Elenio, ich hoffe übrigens, du hattest einen wundervollen Urlaub, ne? Also, das ist jetzt der finale Squad für Rot. Wir dürfen, wie gesagt, nur 5 Pokémon benutzen, weil ich ein Idiot bin und wir ansonsten kein Kraxlamon haben. Deshalb muss ich was nehmen, was eigentlich schon tot ist. Da haben wir hier unseren Spexy Boy. Ich hoffe, ich bereue nicht das Wahlglas. Dann haben wir hier noch unser Roserade. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich hier Schutzschild draufhauen soll mit Egesam, aber ich weiß nicht mal, wen ich Egesam stallen soll. Dann haben wir hier Tentoxa, der noch die Kaskade hat zum Flinchen. Feier ich. Und dann haben wir hier zur Not auch ein Explosions-Weezing, was ja tatsächlich sogar echt strong in dem Spiel ist, ne? 200 Base Power und dann Death Halbieren. Klingt ziemlich geil, würde ich sagen. Braucht doch den Januar, um in 2025 anzukommen. Fühle ich. Dezember kein Stream gestrichen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe heute mal kurz in meine Geschäftsmail geschaut und gekotzt. Eieiei. Zahnambulanz. Oh je, Rodeo. Oh, bei dir ist heute ein richtiger Kotztag. Also ein richtig, richtiger Kotztag. Ich hoffe, das Wochenende wird besser. So. Wir starten mit einem Sonnentag. Kommt ein Eisenschwall. Schade, dass wir den nicht direkt dodgen. Das wäre strong. Was auch strong ist, ist der Damage, den dieses freaking Pikachu macht. Ja, natürlich startet er erstmal mit einem gediegenen Crit hier rein. Der dumme Arsch. So ein Zinker. Aber wir haben jetzt zumindest die Sonne da. Dann gehen wir mal auf eine Runde Gigasauger erst, um uns nochmal ein bisschen KP zu holen. Im Best Case misst er jetzt nämlich den Eisenschweif. Und dann können wir danach mit Solarstreik hin. Oh, das ist. Ja, gut, das ist ein Pikachu, ne? Er ist halt aber auch ein Pikachu. Ah, schade. So, jetzt die Frage, ob man damit vielleicht sogar Spiel ist, ne? Ja, der Death Drop ist jetzt scheiße. Ich probiere mal einen Mondschein. Und hoffe, dass der jetzt einfach misst. Damit wir mit Gifloor so fit wie es irgendwie möglich ist hier rauskommen. Das wäre nämlich ganz praktisch. Dodge. Oh, er geht sogar auf den Void-Tackle. Das sollte okay sein. Oh, was ist dieser Damage? Okay, ich glaube, jetzt wird er nämlich nochmal Eisenschweif klicken. Oder sieht er nochmal einen Kill mit Dings? Ich gehe nochmal auf den Mondschein. Oh, oh. Wie viele Runden Sonne haben wir noch? Weil je nachdem könnten wir jetzt nämlich mit Solarstrahl vielleicht einen Kill holen, wenn Gigasauger fast two-hittet. Oder two-hittet sogar. Ja, ich glaube, die Sonne ist sogar jetzt vorbei. Oder ist noch eine Runde da? Komm, eine Runde wäre jetzt noch stark. Stark! Und eine Top-Genesung ist weg. Ist eigentlich auch gut. Dann feuern wir mal einen Solarstrahl ab. Auch lange nicht mehr einen Solarstrahl in meinem Leben abgefeuert, um ehrlich zu sein. Stark. Okay, das ist strong. Ja, eben. Und Gigasauger ist. Stimmt, ist nur Stärke 60. Und jetzt kommt Glurak rein. Und jetzt wechseln wir. Und im Best Case müsste ja jetzt eigentlich auch Dings aufhören. Es wäre sogar besser gewesen, wenn jetzt die Sonne aufgehört hätte. Weil dann der Flammenwitz nicht so viel abziehen würde. Jetzt zwiebelt jetzt doch ein bisschen. Okay, nevermind, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Den haben wir aufgegeben. Heißt das, ist die Sonne noch? Ist die Sonne noch aktiv? Warte, kommt gar kein Hagel jetzt nach? Ich dachte, es kommt dann einfach Hagel nach. Starker Kill. Okay, dann. Ich dachte immer, dass dann der Hagel kommt, aber wenn man einmal das Wetter wegmacht, dann bleibt das Wetter hier für immer weg. Das ist ja saustrong.
Das ist ja saustrong, okay. Und jetzt habe ich halt keinen Switch hin, ne? Brauchen wir Tentoxa noch für irgendeinen anderen Gegner? Eigentlich nein. Oder? Weil so gesehen ist es, glaube ich, am besten, wenn wir hier einfach drin bleiben. Und einfach eine Matschbombe ballern. Oder nicht? Weil für Bisaflor könnten wir andere Mons benutzen, Turtok etc. etc. Ja, ich glaube, wir bleiben einfach drin. Weil wir hier auch noch am ersten die Psychokinese gut tanken. Wir haben Giftstich-Matschbombe. Der ist 8 Level unter mir. Ah, schade. Aber das ist Non-Step und Lapras ist gar nicht offensiv so geil. 205 und wir haben eine gute Spidef. Oh mein Gott, wir leben das. Wir müssen die nächste Psychokinese auch noch leben. EVs, Freunde, sind overpowered. Gut, die Poison ist egal. Es ist nur die Frage, wenn er jetzt nochmal eine Top-Genesung zündet, ist unangenehm. Ob wir jetzt einen Switch in Erwägung ziehen wollen? Und zum Beispiel in Roserade gehen wollen. Oder in Ganya, aber... Bei Tentoxa hätte er halt noch einen Speedy Ice Beam. Ich glaube, wir probieren nochmal die Sonne rauszuholen mit Giflor. Okay, der greift einfach an. Bitte jetzt keine Para. Ich dachte, da kommt jetzt nochmal eine Top-Genesung. Komm, wir dodgen jetzt einfach. Wir dodgen jetzt einfach den Blizzard. Gar kein Stress für uns. Ich habe nicht erwartet, dass Giflor nochmal so eine Time to Shine hier bekommt. Aber jetzt ist Giflor ist bereit, ein paar Solarstrahler abzufeuern, meine Damen und Herren. Relaxo ist bereit, mir gut die Hucke voll zu hauen, aber es ist okay. Der kriegt jetzt auch einfach einen Solarstrahl reingerammt. Hallo Lucerod, ich hoffe, dir geht's gut. Aber du hast einen schönen Tag. Das wird halt nicht so viel abziehen. Wobei, es ist halt... Ja, okay. Von mir aus soll Relaxo aber auf das scheiß Giflor und Blizzard abfeuern. Ich glaube, da gibt es schlimm... Das ist ein Crit, oder? Das war kein Crit. Okay, das finde ich wild, dass das kein Crit war. Wir gehen mal auf den Gigasauger, um uns ein bisschen KP zurückzuholen. Ich meine, klar ist das sehr effektiv, aber eigentlich hat Vileplume keine so schlechte Spidef und Relaxo eigentlich einen beschissenen Special Attack. Okay, das hat sehr viel weniger abgezogen, als ich dachte. Der hat das Ding eindeutig auf Special Attack EVs trainiert. Wir gönnen uns sowas von dem Mondstein. Ich meine, damit heilen wir uns halt wieder fett hoch, ne? Aber bisher, also wir haben halt jetzt schon 3 Pokémon besiegt. Ihr guckt euch das an, wie fit wir wieder sind. Jawohl, easy dodge. Jetzt gehen wir nochmal auf Gigasauger, holen uns nochmal die paar KP-Fetzchen und dann feuern wir nochmal den Solarstrahl ab. Ex-Relaxo, das ist er. Ich glaube, das müsste die Range sein, wo er am Solarstrahl krepiert. Ich weiß nicht, was der damit hat. Oh, Sonne ist jetzt zu Ende. Ja, dann gönnen wir uns nochmal eine Runde Sonne. Sonne! Okay, er hittet leider nochmal den Blizzard. Schade. Aber gut, ich meine, er hat jetzt, glaube ich, 3 von 5 hat er jetzt gehittet. Ich glaube, er hat auch jetzt keinen Blizzard mehr. Das heißt, jetzt sollten wir auch gucken, dass der weggeht, weil jetzt ist halt das Problem, dass ein Gigastoß ein bisschen mehr zwiebeln wird als der Blizzard, vermute ich. Stark. Ich habe nicht erwartet, dass dieses Sonnentag Mono-Pflanzen-Moves Giflor so eine Performance raushaut. Er geht in Turtok. Oh, kriegt der jetzt einen fetten Solarstrahl ab, dass der nach seiner Mama schreit? Ich glaube, wir gehen hier jetzt Stepless durch, ne? Weil jetzt kommt halt nur noch das Bisaflor hier nach. Da kommt halt jetzt nur noch Bisaflor hier nach. Das ist ja mega geil. Bam, bam. Das ist ja free. Und jetzt gehen wir nämlich einmal ganz gediegen in unser Roserade. Der Crit war entscheidend, so sieht's aus. Und feuern, wenn wir jetzt schon diese fette Meteorologe-Strategie dabei haben,
Würde ich gerne Meteorologe nämlich hier einmal abfeuern. Amatschbombe geht auch. Für Roserade hat ein fettes BDF. Und dann auf geht's Meteorologe. Meteorologe Feuer! An der Stelle. Ich glaube auch das erste Mal, dass ich diese Animation in dem Spiel sehe. Zumindest während Wetter aktiv ist. Jo! Sogar nochmal ein Crit! Stark! Also ich bin ehrlich, ich dachte schon, dass ich so zwei, drei Mons verliere, um ehrlich zu sein. Wir haben auch gar keine Wette gemacht, fällt mir gerade auf, aber... Ja, Rot wohl eher... Scheiße! Boom! Also, wer braucht schon die Nidos? Wer braucht schon X-Bad? Werden alle überbewertet? Wir haben G-Floor. Wir haben G-Floor, den Boy. Ja. Cool. Also, ich bin ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass wir den jetzt mit zwei Pokémon im Endeffekt besiegen, nämlich Tentoxa und Gifloor. Gut, Roserade kam auch kurz mal rein, aber hätten wir auch mit drei Pokémon kämpfen können. Vielleicht Gengar verliere ich auch gegen Rot, auch Donny nicht mal benutzt. Ja, also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Das ist wild. Das ist wirklich wild. Ja gut, chillig, entspannt, ne? Also ich habe mich darauf eingestellt, dass wir jetzt heute so 3 Stunden streamen. Habe ich mich ein bisschen verschätzt? Dachte irgendwie, das dauert alles länger. Ey, aber war ein geiles, vor allem ein super schnelles, Projekt. Also das war ja mega entspannt, wie schnell das ging. Dafür, dass wir auch 16 Orden geholt haben, ne? Das war entspannt, chillig, ein schönes Zwischendurch. Wir haben sogar ein paar Tode gesammelt, mainly. Ich sag mal, die Hälfte tendenziell eher wegen Dummheit. Und die andere Hälfte, weil musste halt sein. War ein Mono-Gifloor. Wir können auch mal einen Mono-Mon-Run machen. Fände ich auch interessant, wenn man sich da irgendwie an Level-Cap halten muss. Aber ich glaube, das geht fast nicht oder schwierig. Schauen wir mal. Ja, aber geil, würde ich sagen, geil. Da haben wir ja doch eine Challenge dieses Jahr geschafft, oder, Freunde? Yay! Gifloor plus Bluebella, das wäre irgendwie witzig, muss ich gestehen. So Gifloor Bluebella Run und dann ein Gardevoir Galagladi Run oder sowas. Aber mit Level Cap wahrscheinlich zu schwierig, wenn man zumindest nicht X-Items und so bannt, ne? Aber das ist wahrscheinlich eher eine knifflige Sache. Aber ja. Also wie gesagt, nächste Woche gibt es auf jeden Fall Samstag-Event-Stream, was wir unter der Woche machen. Weiß ich noch nicht, wenn wir überhaupt was machen. Vielleicht werfen wir einfach wirklich einmal Pokéro kurz an und versuchen da einmal kurz, knackig, schnell einen Mono-Run oder sowas zu machen. Weil wir da noch nie einen Mono-Run, glaube ich, gemacht haben. Machen wir irgendwie Mono-Boden oder so, weil ich Boden cool finde oder so. Einmal nur für kurz zwischendurch ein bisschen Talkity-Talk. Und dann am Samstag gibt es ein Race. Das ist ganz geil. Und dann in der Woche drauf, würde ich sagen, gönnen wir uns einfach eine Oras-Rando, ne? Wie gesagt, ich hab da Bock drauf, ihr habt da Bock drauf. Dann klingt das doch nach einer funny Idee. Guck mal noch, was wir da alles genau einstellen. Aber das fände ich auf jeden Fall ganz nice, wenn wir das machen. Und einfach so spaßig, entspannt. Das finde ich ganz gut. Nee, wir randomisieren nicht so viel, würde ich sagen. Guti, dann wünsche ich euch aber für heute noch einen wundervollen Tag, weil jetzt habe ich nicht unbedingt Lust, nochmal groß was anzufangen oder umzuändern. Und wir hören uns dann nächste Woche, Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, aller spätestens Samstag. Nee, Mittwoch hören wir uns garantiert nicht, weil da habe ich Putzetag. Da habe ich Birthday. Da werde ich am Abend schön entspannen und Raclette geil essen. Ich bedanke mich für den Support. Reno hat wieder Spaß gemacht mit euch. Und ja, wie gesagt, wir hören uns.